Zwei Vortragende, die heute Abend hier sind, beleuchten das sich gerade entwickelnde Datenzeitalter aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Open Data und Big Data. Den Anfang mit Open Data macht Eileen Wagner. Sie kommt von der Open Knowledge Foundation, ein Verein, der sich für offenes Wissen, offene Daten, Transparenz und Beteiligung einsetzt. Vor ihrer Tätigkeit in der Open Knowledge Foundation hat Eileen Wagner Philosophie am Trinity College in Cambridge und Logik am Institute for Logic, Language and Computation an der Universität von Amsterdam studiert. Den zweiten Teil, stelle ich den Speaker auch noch kurz vor, den zweiten Teil zu Big Data bestreitet Tim Jülicher. Tim Jülicher hat Rechts- und Politikwissenschaft an der Universität Münster studiert. Heute ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht der Universität Münster. Er ist Mitarbeiter im Forschungscluster ABIDA, Assessing Big Data. Ziel dieses Forschungsclusters ist die Ermittlung und Bewertung der durch Big Data beeinflussten gesellschaftlichen Veränderungen. Nach beiden Vorträgen gibt es natürlich die Möglichkeit zu Fragen und kurzen Diskussionen. Und anschließend können Sie im Foyer bei einem kleinen Catering die Diskussion und Gespräche gerne weiterführen. Dann Eileen Wagner zu Open Data. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Zunächst einmal, kann man mich gut hören oder soll ich ein bisschen lauter reden vielleicht? Super, okay. Ja, erstmal Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, heute einen Input geben zu können. In meiner Vortragshälfte wird es darum gehen, wie man mit Daten, in diesem Fall offenen Daten, die Gesellschaft positiv gestalten kann. Davor noch mal ganz kurz zu meinem Hintergrund. Genau, wie Sie es schon erwähnt haben, ich arbeite für die Open Knowledge Foundation. Das ist ein gemeinnütziger Verein und wir setzen uns ein für Offenheit. Das verstehen wir sowohl technisch wie auch politisch. Technisch bedeutet das so viel wie, wir wollen offene Daten, offene Werkzeuge fördern. Aber genauso wollen wir auch eine offene Kultur in der Politik schaffen, also mehr Transparenz und mehr Rechenschaftspflicht. Wie machen wir das? Wir haben ganz viele Projekte gestartet, große und kleine. Und ja, darunter auch das Projekt Code for Germany. Code for Germany ist ein Netzwerk aus Hackerinnen, Hacker, Designer und Journalisten, die sich regelmäßig in ihrer Freizeit treffen, um mit offenen Daten coole Projekte zu starten. So, was sind eigentlich offene Daten? Jetzt habe ich so viel von offenen Daten gesprochen. Erstmal eine kurze Definition. Offene Daten sind Daten, die von jedem, von jeder frei verwendet, geändert und zu jedem Zweck, für jeden Zweck, für alle freigegeben werden kann. Das heißt, eigentlich ist das erstmal eine Lizenzfrage. Offene Daten sind Daten, die frei lizenziert sind. Offene Lizenzen, das kennt man vielleicht auch sonst so aus dem Internet. Es gibt ja so einige Institutionen, die sich dafür einsetzen, zum Beispiel die Creative Commons, die es erlauben, mit offenen Lizenzen, dass Künstler ihre Werke lizenzieren können. Die Wikipedia kennt man vielleicht auch, alle Artikel in der Wikipedia sind auch offen lizenziert. Die PLOS, Public Library of Science, da kann man Artikel und Daten aus der Wissenschaft auch einsehen und damit arbeiten. Linux als freie Software ist auch offen lizenziert, das heißt, jeder kann damit arbeiten und auch es weiterentwickeln und verändern und nutzen, wie er mag. Das heißt, offene Daten ist erstmal so gemeinnützig gedacht. Aber wenn wir von Open Data reden, dann meinen wir meistens Open Government Data, also offene Regierungsdaten. Was heißt das? Das sind offene Daten aus den Verwaltungen und Behörden, generell vom Staat. Also nochmal, Daten der Verwaltung, die frei von allen, für alle Zwecke genutzt werden können. Kleine Fußnote. Diese Veröffentlichung der Daten unterliegt natürlich dem Datenschutz und dem Urheberrecht. Das heißt, ich kann nicht einfach irgendwie personenbezogene Daten veröffentlichen. Es werden jetzt nicht alle, weiß nicht, Personalausweise abfotografiert und online gestellt. Es geht also wirklich nur um Daten, die ein öffentliches Interesse irgendwie bereitstellen. Ja, was sind das für Daten? Eigentlich alles Mögliche. Ich denke da so an Umweltdaten, Daten zur Trinkwasserqualität zum Beispiel, Finanzdaten, Geodaten,
wissenschaftliche Artikel. Dadurch, dass die Institutionen ja auch von uns vom Steuergeld gefördert sind, sind das öffentliche Institutionen. Und das heißt, die Daten sind eigentlich auch, können auch frei zugänglich sein. Verkehrsdaten, Wetterdaten, Wahldaten, Bevölkerungsdaten und ja, alles Mögliche, wie Patente auch zum Beispiel. Also das Feld ist eigentlich sehr, sehr, sehr breit. Also alles, was die Verwaltung so an Datenschätzen hat, ja, könnten theoretisch veröffentlicht werden. Dieser Gedanke, dass man eigentlich Zugang auf die Daten haben sollte, ist eigentlich nicht neu. In vielen demokratischen Ländern dieser Welt gibt es das sogenannte Informationsfreiheitsgesetz. Was heißt das? Das heißt, der Staat hat Informationen, Dokumente und die kann ich anfragen. Ich habe ein Recht darauf, bestimmte Informationen vom Staat zu kriegen. Zum Beispiel, wenn ich wissen möchte, was hat denn Angela Merkel letztes Jahr alles an Geschenken bekommen von Diplomaten? Dann schicke ich eine Anfrage an das Kanzleramt wahrscheinlich und wenn sie diese Dokumente haben, die Daten haben, dann habe ich das Recht darauf, sie zu bekommen auch. Ich nenne das gerne das Pull-Model von Informationen, Verbreitung. Ne? Also man hat Informationen und dann stellt man eine Anfrage und wenn man Glück hat, bekommt man was zurück. Das ist jetzt sehr Informationsdesign-mäßig. Aber offene Daten muss man sich anders vorstellen. Das ist das Push-Model. Ne? Wir haben einen Staat, der hat Daten und wir geben sie einfach automatisch frei, ohne irgendwie, dass jemand sie anfragen müsste. Das steigert natürlich erstmal die Effizienz. Ne? Ich muss nicht irgendwie erst eine Anfrage stellen und dann ist irgendein Verwaltungsmitarbeiter dafür zuständig und dann dauert das irgendwie 6 Wochen und 500 Euro, bis ich irgendwas kriege, sondern ich habe sie einfach automatisch da. Was auch schön ist an diesem Modell, bei IFG, bei Informationsfreiheit, muss ich ja wissen, was ich anfragen möchte. In dem Fall sind die Daten einfach da. Das heißt, ich muss mir irgendwie nicht was ausdenken, was ich vielleicht gerne wüsste, sondern ich kann mir einfach anschauen, was der Staat alles an Daten schon hat. Gesetzesmäßig ist das im Bereich des Transparenzgesetzes, also wenn Daten automatisch veröffentlicht werden. In Deutschland sieht es sehr unterschiedlich aus, was diese Gesetzgebung betrifft. Einmal haben wir Informationsfreiheitsgesetz in den hellgrünen Bundesländern und das Transparenzgesetz, also sowohl das IFG als auch Open Data Gesetz in den dunkelgrünen Ländern. In den meisten Ländern gibt es halt weder das eine noch das andere. Kurz zum Vergleich, NRW steht eigentlich ganz okay da im bundesweiten Vergleich. Die Werte kann man sich genau anschauen auf Transparenzranking. So, jetzt habe ich ganz viel über offene Daten gesprochen, aber nicht wirklich so, was kann man mit denen machen? Warum braucht man eigentlich offene Daten? Ich glaube, einmal ist dahinter so dieser basisdemokratische Gedanke. Also wir wollen unbedingt wissen, was der Staat im Haushalt irgendwie zum Beispiel hat. Also Transparenz und Rechenschaftspflicht. Was hat der Staat letztes Jahr ausgegeben? Das ist tatsächlich vom Bundesfinanzministerium veröffentlicht worden. Da kann man schön sich austoben und schauen, was der Staat alles ausgegeben hat. Aber auch andere Sachen, zum Beispiel Nebeneinkünfte von Bundestagsabgeordneten. Also das sind auch Finanzdaten. Und für eine gesunde Demokratie braucht man eben auch solche Daten. Mein Argument heute Abend ist aber, dass es nicht nur Transparenz und Rechenschaftspflicht ist, was uns interessieren sollte, sondern dass offene Daten noch viel mehr können. Sie haben einen richtigen gesellschaftlichen Nutzen. Und das möchte ich anhand einiger Beispiele aus dem Netzwerk zeigen. Viele von Ihnen kennen vielleicht so Nahverkehrs-Websites, wo man hingehen kann und sagen kann, ich möchte von dieser Haltestelle zur nächsten Haltestelle gehen und ungefähr um diese Uhrzeit und ich brauche einen Routenplaner. Cool, kann ich machen. Es gibt auch sehr viele Apps dafür, bessere und schlechtere. Aber es gab eigentlich nicht so richtig eine schöne App, in diesem Fall in Magdeburg, wo man einfach nur sehen konnte, welche nächste Tram hält eigentlich direkt vor meiner Haustür. Ne? Also wenn ich regelmäßig Bus fahre, dann brauche ich diese App eigentlich überhaupt nicht, sondern eigentlich eher, ich möchte nur wissen, wann kommt die nächste Bahn. Und das haben sich auch zwei Jungs aus Magdeburg überlegt und haben daraus
Magde Go gemacht. Ne? Ein ziemlich einfacher App, kann man sehen. Die Haltestelle Raiffeisenstraße, die nächsten Abfahrtzeiten und ich weiß sofort, wann ich los muss. Das ist nur möglich, weil die Verkehrsdaten in Magdeburg öffentlich sind. Und sie sind ganz stolz drauf. Nächstes Beispiel. Es ist eine Trinkwasser-App aus Heilbronn. Die Trinkwasserqualitätsdaten sind auch alle online, meistens irgendwo versteckt in PDFs, aber die meisten Verwaltungen haben die tatsächlich schon hochgeladen, aber halt in so PDFs. Ne? Man muss halt hingehen und schauen, oh, okay, gut, ja, ich muss, was weiß ich, will den Kalkgehalt irgendwie von meinem Wasser irgendwie rausfinden. Da musste man auch ganz lange nachschauen. Hier ist eine schöne App, kann man ganz schnell sehen, hier ist zum Beispiel Magnesiumgehalt aus Lampoldshausen. Wir sehen überdurchschnittlich, aber wahrscheinlich nicht gefährlich. Und genau, kann man sich sofort durchklicken und schauen, was ist der Nutzen von offenen Daten. Noch ein schönes Beispiel, dieses Mal aus Moers, aus der Open Data Hauptstadt Deutschlands. Da hat die Verwaltung die Wartezeiten veröffentlicht von ihrem also Bürgerservice. Das heißt, man kann sehen, wie lange ist die durchschnittliche Wartezeit irgendwie von diesem Bürgeramt. Und sofort gibt es auch schon diese kleine App. Ne? Also je größer der Durchmesser, desto länger die durchschnittliche Wartezeit. Das heißt, ich gehe auf diese Website von den letzten Wochen und sehe, ah, okay, Mittwochmorgens lohnt es sich vielleicht eher hinzugehen. Nun, nicht alle Verwaltungen sind immer so offen und so fortschrittlich. Das nächste Beispiel kommt aus Stuttgart. Und zwar geht es um Feinstaub. Stuttgart hat schon seit längerem ein Feinstaubproblem. Das ist vielleicht mehr oder weniger bekannt. Regelmäßig werden europäische Grenzwerte überschritten. Und das ist echt ein Problem. Nicht nur, klar, es ist die geografische Lage von Stuttgart, aber auch tatsächlich die Automobilindustrie, die sehr viel davon verursacht. Seit Jahren versucht man, irgendwas zu machen. Politik ist sehr, sehr langsam. Was haben sich also Menschen gedacht? Wir brauchen die Daten dazu. Wenn wir nicht wissen, was die Werte sind, können wir damit auch nichts anfangen. In ganz Stuttgart gibt es momentan vom Staat nur eine einzige Messstelle, und zwar am Neckartor. Und die misst halt tagtäglich die Werte. Aber die Bürgerinnen und Bürger aus Stuttgart dachten eben, naja, warum das nicht selbst machen? Sie haben also länger Prototypen gebaut, getestet, Teile aus China einfliegen lassen und es entstand ein Feinstaubsensor zum selber bauen. Knapp 30 Euro, kann man in 10 Minuten zusammenbauen, draußen anhängen, ans Internet schließen und sofort hat man eine schöne Karte von Feinstaubmesswerten in und rund um Stuttgart. Und das ist wahnsinnig wertvoll, weil so gibt es eine Argumentationsgrundlage für nicht nur für die Bürgerinitiativen und für Umweltverbände, aber auch für die Verwaltung. Wenn sie sagen, guck mal, das ist gar nicht nur Stuttgart hier so, sondern auch woanders. Ich weiß nicht. Aber das ist das Schöne daran. Und das Schöne daran ist auch, dass durch diese Bewegung eigentlich ganze Communities entstehen. Dass Leute, die sich für dieses Thema interessieren, in ihrer Freizeit treffen, um gemeinsam solche Sensoren zu bauen und dabei auch zu lernen, wie sowas vielleicht geht. Das Projekt gibt es jetzt nicht nur in Stuttgart, sondern auch überall in Deutschland, beziehungsweise sogar weltweit. Und ja, hat ein richtiges Following bekommen. Ich habe jetzt sehr viel über positive Beispiele, was kann Open Data alles machen, gesprochen. Ich denke, es ist auch wichtig, bei solchen Sachen immer an Risiken und Nebenwirkungen zu denken. Was sind so die Sachen, die mit einer Technologie kommen? Das Erste, wenn ich solche Vorträge halte, das Erste, was immer kommt, ist, sind meine Daten denn sicher? Was ist denn, wenn in Open Data irgendwie ich identifizierbar werde oder sonst wie? Und ja, dazu kann ich auch nur sagen, ja, klar, also Gefahr gibt es immer, aber nochmal ganz explizit, bei Open Data geht es nicht darum, irgendwie die Steuererklärung vom Nachbarn lesen zu können. Außerdem ist Deutschland, sowie auch alle anderen Länder, die ein Open Data Gesetz haben, sehr, 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 sehr streng mit personenbezogenen Daten. Das betrifft also nicht nur Steuererklärung, ne, sondern auch
andere Bereiche. So sehr, dass man vielleicht schon fast argumentieren kann, wo hört Datenschutz auf und wo fängt öffentliches Interesse an. Als Beispiel habe ich die Panama Papers letztes Jahr. Da hat man ja diesen wahnsinnigen Datensatz bekommen von Offshore-Unternehmen, die überall ja, an Immobilien beteiligt sind. Und was der Guardian gemacht hat, also zusammen mit dem Private Eye Magazine, sie haben den Datensatz von den Panama Papers mit einem öffentlichen Datensatz aus Großbritannien verglichen, wo die Immobilieneigentümer drinstehen. Das heißt, wenn man die ganz schnell cross-references, bekommt man sehr schnell Einblicke. Zum Beispiel, dass jede zehnte Firma, die in London ein Eigentum besitzt, tatsächlich mit dieser Bank in Panama was zu tun hat. Also solche Sachen bekommt man nur raus, wenn man so ein Register hat, so ein Immobilienregister, wo man weiß, wer ist der wahre Besitzer einer Immobilie. Und sowas ist in Deutschland undenkbar, weil eben die Eigentümer von Immobilien unter Datenschutz stehen. Ein nächstes Thema, das ich auch kurz beleuchten möchte, ist, was ist, wenn irgendwas Böses mit offenen Daten gemacht wird? Also es ist jetzt ein bisschen banal hingestellt, aber das zum Beispiel ist eine sehr schöne Illustration von so ja, besten Intentionen, aber unklaren Folgen. Berliner Mietpreise, Berlin-Gentrifizierung, großes Thema. Das hier ist eine Karte, das zeigt, was sich Leute noch leisten können. Bei Rot ist, wenn die durchschnittliche Miete über 40% des Nettogehalts, durchschnittlichen Nettogehalts ist. Genau. Und da sieht man wieder, also gewisse Teile sind schon fast unbewohnbar geworden für normale Berliner. Und dazu gibt es riesige Mengen an Daten, die auch veröffentlicht werden. Die Frage ist jetzt nur, hilft das oder macht das die Situation eigentlich nur schlimmer? Weil Leute, also wenn ich eine Immobilie kaufen möchte in Berlin, dann schaue ich mir zuerst diese Karte an. Dann weiß ich, wo ich als nächstes investieren müsste, zum Beispiel. Und ja, ich habe auch keine gute Antwort darauf, aber ich denke nur, es ist immer, wie jede Technologie, hat man halt gute und schlechte Erfahrungen damit. Und bei allen Sachen muss man abwägen, was man mit Sachen machen kann. Ich glaube aber, in dem Fall ist es so, da kann ich vielleicht noch, ja, ich habe letztens mal mit einem Verwaltungsmitarbeiter gesprochen und er kam irgendwie nach einem langen Gespräch irgendwie auf die Realisation, oh, das heißt, die Daten sind dann offen und können von jedem genutzt werden. Das heißt, jeder kann sie nutzen. Und ich so, ja, das ist der springende Punkt, jeder kann sie nutzen. Und das ist, glaube ich, auch der springende Punkt hier. Also die Daten sind da und jeder kann sie so nutzen für Forschung, für Wissenschaft, aber auch für Investitionen. Was mir auch sehr am Herzen liegt, ist dieses Spannungsfeld zwischen offenes Daten und offenes Wissen. Wir heißen ja Open Knowledge Foundation, warum Open Knowledge und nicht Open Data? Weil wir glauben, dass da immer noch ein Spannungsfeld liegt. Ne? Also wir haben einmal Zugang zu Daten, die wir online haben können, die offen lizenziert sind. Und wir haben einmal Daten, die interpretiert sind, die visualisiert sind und die verständlich gemacht werden. Die Beispiele, die wir gesehen haben, das sind Web-Apps, die können Menschen nutzen, ohne großartigen technischen Hintergrund zu haben. Und ich glaube, das ist nochmal sehr, sehr wichtig. Für die Verwaltung heißt es, erstmal technische, aber auch rechtliche und bürokratische Barrieren zu reduzieren. Genau, was meine ich damit? Einmal technisch natürlich sowas wie Maschinenlesbarkeit. Also wenn ich Daten anfrage, das hier sind die Vornamen von Neugeborenen 2015 in Wuppertal. Und wenn ich sowas zurückbekomme, dann kann ich damit ja, leider wenig anfangen. Aber auch ja, rechtliche Barrieren und bürokratische. Wenn ich eine Informationsfreiheitsanfrage stellen möchte, dann muss ich ja eigentlich nicht meinen Namen und meine Adresse eingeben, sondern es ist doch eigentlich nur wichtig, dass ich die Information bekomme. Aber es ist nicht nur an den Verwaltungen und an der Regierung, sowas zu machen, sondern ich glaube auch, dieses ganze
mit den Daten, mit Rohdaten und mit Visualisierung bekommen wir Einblicke in Sachen. Das liegt auch an der Zivilgesellschaft, also an uns sozusagen, als Menschen, die was mit Technik anfangen können, die gerne designen, die sehr, sehr gerne Geschichten schreiben. Also es ist gar nicht mal in dem Entwicklungsbereich, finde ich, sondern überhaupt Datenjournalisten und und Menschen, die ein Thema haben, wofür sie eine Leidenschaft haben. Das alleine ist schon so viel wert und würde uns so weiterbringen mit offenen Daten, dass wir eigentlich gar nicht unbedingt auf die Expertise von wenigen zielen müssen, sondern eine größere Community brauchen dafür. Und deshalb auch, wie kann ich eigentlich mitmachen? ich habe anfangs schon erwähnt, wir haben ein Netzwerk, das nennt sich Code for Germany, wo sich diese Menschen treffen, die gerne mit ihren Fähigkeiten sowas bauen. Alle Beispiele, die ich heute genannt habe, von Trinkwasser über Feinstaub, sind in diesem Netzwerk entstanden. Und es ist auch relativ groß geworden tatsächlich. Wir sind 26 Labs in Deutschland. Es gibt auch eins in Münster. Ich habe gerade nachgeschaut, das nächste Treffen ist schon nächsten Dienstag. Und ich bin mir sicher, sie freuen sich immer über neue Gesichter und neue Ideen. Das war es auch schon von mir. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Dann machen wir jetzt eine kleine Fragerunde, wenn es Fragen gibt zu Open Data. Ja. Achso, Entschuldigung, wir brauchen wieder das Mikrofon, ne? Hab ich vergessen. Wir müssen das Mikrofon rumtragen. Ja, danke erstmal für den schönen Vortrag. Und eine Frage zu den Messgeräten für die Feinstaubbelastung. Ist das überhaupt Open Data im Sinne Ihrer Definition zu beginnen? Weil Sie sagten, das seien Verwaltungsdaten. Hier hatte ich aber den Eindruck, diese Messgeräte, diese Sensoren entstehen aus so Makerspaces und haben eher so einen Do-it-yourself-Charakter und sind damit eigentlich, bringen keine Verwaltungsdaten hervor. Nein, das stimmt auch. Also es ist so, dass die Feinstaubdaten tatsächlich sozusagen gecrowdsourced sind. Ne? Also das sind offene Daten, aber keine offene Verwaltungsdaten. Wir hoffen natürlich, dass sie eines Tages offene Verwaltungsdaten werden. Aber bis dahin müssen wir es halt selber machen. Ja. Gibt es denn ein Verzeichnis, wo ich diese Datensätze finden kann? Ja, es gibt in Deutschland, also von der Regierung, gibt es ein Open Data Portal, das nennt sich govdata.de, govdata.de. Und da sind eben die Datensätze von der Bundesregierung zu sehen. Aber von den Verwaltungen und Behörden auf der kommunalen Ebene muss man leider auf die jeweiligen Open Data Portale von den lokalen Websites gehen. Die sind unterschiedlich, sehr, sehr unterschiedlich. Also für die meisten Kommunen gibt es kein Open Data Portal. Ich habe gerade mal geschaut, in Münster gibt es schon, das steht auch unter der Creative Commons Namensnennung. Mhm. Da gibt es aber jetzt kein Projekt, die regelmäßig einsammeln, in dem Sinne, das ist dann ein zentrales Repository. Also ich denke jetzt an, Sie hatten vorhin Linux auf Ihrer Webseite stehen, an so einen Packet Manager. Mhm. Ja, dass man einfach sagt, also UpGet Update, so von wegen, ich möchte mir jetzt mal die aktuellsten Datensätze wieder ziehen. Da muss es eben einen Packet Maintainer geben, der das Ganze dann wieder einpflegt und so. Gibt es sowas in der Art? Also so nicht, aber es gibt in verschiedenen Kommunen gibt es Open Data Beauftragte, die eben regelmäßig schauen, dass die Datensätze einigermaßen aktuell sind. Aber richtig so Packet Manager wünschte ich mir auch. Was wir als nächstes vielleicht angehen wollen, ist vielleicht experimentell so kleine Teams von Entwicklern. Also es muss jetzt kein Linux-Kernel-Entwickler sein, aber von Entwicklern, die in die Verwaltung einzuschleusen tatsächlich und zu schauen, ob man da vielleicht schon mehr Impact haben kann. Ja. Vielleicht noch eine, wenn es erlaubt ist. Was hält denn die Verwaltung davon ab, einfach alles offen zu stellen? Gute Frage. Ich glaube, es ist einerseits eine technische Herausforderung für sie, tatsächlich zu schauen, welche Datensätze können wir öffnen und welche nicht. Und welche müssen wir schwärzen, wie schwärzt man richtig, solche Sachen. Aber ich glaube, es ist auch zu einem gewissen Grad eine kulturelle Frage. Also inwieweit fühlt man sich wohl damit, die eigene Arbeit einfach total offen zu legen. Und ja, es ist halt Kulturwandel. Mal schwierig. Okay, noch mehr Fragen?
wenn Sie so ein Projekt angehen, wie setzt sich denn dann so ein Team zusammen bei Ihnen? Mhm. Das ist auch immer sehr unterschiedlich. Meistens haben wir 1-2 Entwickler, brauchen immer einen Designer. Mit welchen Fähigkeiten? Ach so, naja, es kommt darauf an, was Sie machen wollen. Aber ich glaube, also für so eine Web-App, Frontend, Backend. Und Designer, aber ganz wichtig und auch oft übersehen, Journalisten, die über das Thema berichten, aber auch Texte schreiben können. Und weil es geht eigentlich immer um ein Thema. Wir fokussieren uns oft immer auf die Datensätze, aber ja, es sind eigentlich immer Themen, die die Öffentlichkeit interessieren. Und wenn man kein Thema hat, kann man auch so viele Datensätze wie möglich haben, aber dann steht nichts drauf. Und dann entwickeln Sie so eine Art Produkt. Da entsteht ja so eine Art Produkt. Eine aufbereitete Datenreihe ist ja so eine Art Produkt. Und wie geht es dann weiter? Bieten Sie das quasi an, dann als frei zu verwendende Daten, die dann veröffentlicht werden können? Oder wie geht es dann weiter? Welche Zielsetzung hat die ganze Geschichte? Also die Daten sind ja an sich schon offen. Klar, aber genau. Es geht ja letztendlich um die Aufbereitung dieser Daten. Ja, das ist meistens bei uns Open Source Software. Also die Software wird im offenen entwickelt. Es entsteht ja so eine Art Produkt. Ja. Es entsteht, Sie interpretieren die Daten, auch in eine gewisse Zielrichtung natürlich. Ja. Und das wird dann zum Beispiel Zeitungen und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Darum geht es letztendlich. Also Sie machen immer so eine Art Informationspackages, die dann eben halt nichts kosten. Oder? Ja. Das ist quasi das Produkt, das dann letztendlich entsteht. Genau, also Produkt, also wir sehen es eher als so längerfristiges Projekt. Das ist ja nichts Kommerzielles. Aber genau. Es entsteht dann da so ein Informationsbündel aus einer visualisierten Grafik, die eine gewisse Aussagerichtung dann hat. Ja, sicherlich. Also Aussagerichtung schon, ja, vielleicht bei manchen Projekten. Allein eine Veränderung ist ja eine Aussage. Wenn sich zum Beispiel jetzt die roten Bereiche in Berlin ausbreiten, dann ist ja die Aussage quasi implizit letzten Endes. Genau, das stimmt. Ja. Okay, und hier sitzen jetzt überall Gestalter die haben halt das Problem, zum Beispiel jetzt hier, wir waren auch auf dieser Seite, diese Daten aufzubereiten. Welche Fähigkeiten, also das sind zum Beispiel Java-Code liegt plötzlich darum, dann liegen seltsame CSV-Dateien rum, wo man nicht genau weiß, wie die jetzt genau abgespeichert wurden, die man neu aufbereiten muss. Mhm. Welche Fähigkeiten haben die Informatiker bei Ihnen, um solche Datensätze zu säubern und was weiß ich was zu machen? Ich kann das jetzt nicht so pauschal sagen, weil, wie gesagt, jedes Projekt ist sehr, sehr anders und es kommt auch immer, die Leute kommen ja selbst zu einem Projekt und gestalten es, wie sie es gerne haben wollen und wo ihre Fähigkeiten liegen. Wenn sie merken, sie kommen irgendwo nicht weiter, dann haben wir eine große Community, wo sie auch nachfragen können. Okay. Und das ist halt so ein bisschen wie Open-Source-Projektentwicklung. Okay. Ne? Also man hat eine große Community und ja, jeder, wenn es irgendwo nicht funktioniert, dann gibt es einen Pull-Request und dann ist es wieder gut. Okay. Ja. Ich hätte auch direkt eine Frage, vielleicht ist es gerade einfach. Ein so ein nicht ganz greifbarer Gedanke von mir war jetzt gerade, wenn das so viel Arbeit macht, diese Anfragen rauszuschicken und überhaupt erstmal die Themen zu finden, da drängt sich bei mir so der Gedanke von Automatisierung so ein bisschen auf. Also deswegen die Frage, ob es da so Versuche gibt, vielleicht so Trends schon durch Automatisierung zu erkennen und dann daraufhin dann auch die Anfragen dann quasi automatisch abzuschicken, was einem selbst dann vielleicht wieder mehr Zeit bringt, um sich dann um die daraus entstehenden Daten zu kümmern oder so. Ja, also Trenderkennung haben wir noch nicht gemacht, aber tatsächlich gibt es von uns so semi-automatisierte Anfragen über Frag den Staat. Das ist ein anderes Projekt der Open Knowledge Foundation, wo wir halt eine Web-Interface bauen, um DFG-Anfragen zu schicken. Und ja, wir machen ab und zu so Kampagnen. Also oft haben wir irgendwie ein Register, einen Index von Dokumenten, die es zu einem Thema gibt. Und dann sagen wir einfach, rufen wir in die Community ein und sagen, hey, fragt mal alle das an. Und dann machen die das auch. Und wir haben wir haben ein kleines Erfolgsergebnis letztes Jahr gehabt, als wir
den Bundestag gedidost haben damit. Und zwar haben sie ja so einen wissenschaftlichen Dienst, der macht immer so schöne Gutachten und die sind aber leider nicht offen. Wir haben irgendwie den Index dazu bekommen und haben innerhalb einer Woche 3000 Anfragen geschickt. Das heißt, Bundestag konnte sich entscheiden, entweder diese 3000 Anfragen auszudrucken, per Post zu verschicken oder einfach die 6000 alle offen zu legen. Und das hatte der Bundestag dann auch gemacht. Aber sowas machen wir so regelmäßig, ne? Also es gibt schon so semi-automatisierte Sachen. Was man dann nicht automatisieren kann, ist eben dieses Verschicken. Also man muss schon eine natürliche Person sein, um so eine Anfrage zu stellen. Das heißt, man muss schon irgendwo einmal mindestens draufklicken können. Mhm. Ja. Gut, danke schön. Klar. Gut, dann würde ich fast sagen, da ist noch eine Frage. Genau, ich habe eine Frage und zwar habe ich schon mehrmals über Frag den Staat Anfragen gestellt und bin da häufig irgendwie gegen die Wand gelaufen. Also ich habe beispielsweise mal hier in Münster bei ein paar Stellen nach Überwachungskamera-Standorten der Polizei gefragt. Bieten Sie da oder haben Sie da einen Tipp? Haben Sie irgendwie eine Art Rechtshilfe? Weil ich habe ja auch eigentlich ein Recht dazu und wenn ich da mal irgendwo gegenlaufe, wo kann ich mir denn Hilfe holen, die mir sagen, ja, das darfst du wissen, das darfst du nicht wissen oder da lohnt sich halt, Energie reinzustecken und nochmal genau nachzuhaken. Ja, ich glaube, das hängt vom Thema auch ein bisschen zusammen, aber wir bieten keine Rechtsberatung in dem Fall. Wir sind auch, also eigentlich haben wir eine halbe Stelle, die ganze Anfragen irgendwie, das sind so 10.000 Besucher am Tag, die betreuen. Ja. Aber was ich schon anbieten kann, wäre die schöne Seite Frag den Staat 2 beziehungsweise Verklag den Staat. Wenn du meinst, dass irgendwie eine Anfrage doch beantwortet werden sollte und unrechtsgemäß dir sozusagen das nicht bereitgestellt wurde, dann und du meinst, dass es ein Fall ist, der auch wirklich öffentliches Interesse und das, ne, man kann durchaus eine Klage einlegen. Klar. Okay, dann würde ich mir auch gerne wissen, wie Sie, wenn Sie, also ich denke mal, Sie sind ja als Open Knowledge Foundation auch in politische Prozesse eingebunden und lobbyieren für das Thema offene Daten. Was mich interessieren würde, wie Sie dann bei Politikern und bei Verwaltung argumentieren, warum auch meinetwegen die Regierungspartei oder die Mitarbeiter der Verwaltung was davon haben, wenn die Daten, also ihre Arbeit, öffentlich gemacht wird. Also ich meine, durch Transparenzgesetz oder Ähnliches. Also ich denke, das Argument, dass Bürgerinnen und Bürger dadurch was haben, also dass da ein gesellschaftlicher Nutzen ist, ist durchaus zu vertreten. Also ich weiß es nicht. Es hat sehr viel miteinander zu tun. Ich glaube, auch für Verwaltung ist es interessant, weil sie dadurch auch eine wahnsinnige Effizienzsteigerung bekommen. Aber ja, öffentliches Interesse. Und ich glaube, wenn diese Bewegung auch wirklich größer wird, wenn Menschen das für sinnvoll halten, dann, wer weiß, es wird vielleicht zum Wahlthema. Genau, also ich glaube nicht, dass da, die Arbeit, die wir leisten für, ich sag jetzt mal, Policy in Deutschland, ist tatsächlich damit verbunden, dass es einfach ein wahnsinniger Gewinn ist für die Bürgerinnen und Bürger. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Vielen Dank nochmal. Und natürlich, wenn Sie sonst noch Fragen haben, danach geht natürlich auch nochmal und dann machen wir weiter mit Tim Jülicher und Big Data. Ah ja, perfekt. Ich bin hier, um über das Thema Big Data zu sprechen. Big Data, das ist in erster Linie ein Thema für Techniker, für Naturwissenschaftlerinnen, für Mathematiker, für Ingenieure, also für MINTler. Big Data ist aber auch ein Thema für Geisteswissenschaftler, Gesellschaftswissenschaftler, Medizinerinnen, Designer wahrscheinlich auch. Big Data ist einfach ein Thema, das die Gesellschaft, also dass das irgendwie das Potenzial hat, die Gesellschaft zu verändern. Und bislang ist dieser gesellschaftlichen Komponente von Big Data eigentlich relativ wenig nachgegangen worden. Das ist so ein bisschen unsere Aufgabe. Ich forsche in einem Projekt, das nennt sich ABIDA, Assessing Big Data. Und wir arbeiten mit Wissenschaftlerinnen aus vielen verschiedenen Disziplinen, aus vielen verschiedenen Städten zusammen, um herauszufinden, was ist eigentlich das Phänomen Big Data, was stellt es mit der Gesellschaft an, auch mit dem Individuum und wie können wir damit umgehen. Und das Besondere an unserem Projekt ist, dass wir auch die Bevölkerung mit einbeziehen. Also wir veranstalten Workshops für Bürgerinnen und Bürger,
befragen sie in Konferenzen, hey, kennt ihr eigentlich Big Data? Habt ihr Wünsche, Hoffnungen, Sorgen, Ängste in Bezug auf dieses Thema? Und es gibt eine Bevölkerungsumfrage, also wir haben eine ganz starke, ich will nicht sagen partizipative Komponente, aber wir versuchen eben auch, die Bevölkerung mit einzubeziehen. Ich möchte heute zeigen, wo uns Big Data im Alltag begegnet. Dazu werde ich erst ein bisschen das theoretisch beleuchten und dann entlang von einer ganzer Reihe von Beispielen das ein bisschen aufbröseln. Wie kann man sich dem Phänomen nähern? Ein gern bemühtes Beispiel ist in diesem Fall die Grippe. Die Grippe ist ein Infektionsvirus. Jedes Jahr betrifft das ungefähr 10-20% der Bevölkerung. Es gibt auch immer wieder größere Epidemien. Ich weiß nicht, wer sich an die Vogelgrippe erinnern kann, H1N1 2010. Das sorgt immer für Furore. Was kann man machen, um der Verbreitung der Grippe entgegenzuwirken? Infektionsschutzmaßnahmen, Medikamente. Aber all das funktioniert nur, wenn ich weiß, wo sich die Grippe gerade befindet. Also wie verbreitet sie sich, mit welcher Intensität. Und zu diesem Zweck werden amtliche Statistiken geführt. Also in Deutschland vom Robert-Koch-Institut, in den USA von den Centers for Disease Control. Und diese Statistiken, die kommen so zustande, dass Hausärzte im Grunde das, was ihnen an Patienten durch die Tür läuft, die Diagnosen weitergeben an das Robert-Koch-Institut. Sie sind dazu gesetzlich verpflichtet. Problem an der Sache, das Ganze hat ungefähr 2 Wochen Zeitverschiebung zur realen Verbreitung. Das heißt, man weiß erst 2 Wochen später, wo war die Grippe jetzt am 24. Dezember. Jetzt wäre es ja eigentlich ganz cool, wenn das in Echtzeit funktionieren würde und man nicht 2 Wochen darauf warten müsste. Den Gedanken hatte auch Google. Viele kennen vielleicht das Beispiel. Google hat 2008 angefangen, seine Suchanfragen dahingehend auszuwerten. Suchen die Leute nach Medikamenten? Geben sie irgendwelche Symptome ein? Irgendwie so, ich habe kratzenden Hals oder sowas. Und anhand dieser Suchanfragen, Google kriegt jeden Tag 3,5 Milliarden davon. Und im Abgleich mit den alten historischen Daten zur Verbreitung der Grippe haben die dann einen Algorithmus entwickelt. Und mit diesem Algorithmus, den kann man hier in Rot sehen, beziehungsweise, nee, rot sind die amtlichen Zahlen, blau sind die Zahlen von Google, lässt sich dann sehr präzise vorhersagen, in Echtzeit wohlgemerkt, wann, wie und wo sich die Grippe ausbreitet. Das Ganze funktionierte erst sehr gut, kann man sehen, hier 2009 wurde der Algorithmus dann nochmal angepasst, deckt sich eigentlich im Wesentlichen mit dem, was auch die Behörden vorliegen hatten. 2013 ist der Algorithmus dann aber ein bisschen in die Höhe geschnellt, hat die reale Verbreitung um das Doppelte überschätzt. Warum war das so? Naja, Google misst halt nur die Suchanfragen und damit zum einen subjektive Eindrücke, also wie gut bin ich in der Lage, die Symptome, die ich habe, zu beschreiben, kann ich das von einer einfachen Erkältung unterscheiden, tippe ich überhaupt das richtige Medikament ein? Und zum anderen, das ist der entscheidende Punkt, misst Google auch zu einem erheblichen Anteil die öffentliche Aufmerksamkeit. Also wird dem Ganzen jetzt irgendwelche Media-Coverage zuteil, zum Beispiel im Fall von Ebola. Dann fangen die Leute auf einmal an, irgendwie die Symptome zu googeln, weil sie denken, sie hätten das. Das führt dazu, dass der Algorithmus das Ganze erheblich überschätzt. Google hat das Projekt deshalb seinerzeit eingestellt. Es ist aber von anderen weiterentwickelt worden und dieser öffentlichkeitswirksame Aspekt wird jetzt rausgerechnet und deshalb sind die Prognosen, die dieses neue Modell, das nennt sich Argo, liefert, eigentlich sehr präzise. Ich finde, dieses Beispiel verdeutlicht ganz gut, was man mit Big Data anstellen kann. Das sind noch ein paar andere Beispiele. Zum einen Big Data im Sport. Ja, also man kann Ticketverkäufe in der Liga optimieren, man kann Trainingsabläufe verbessern. Big Data im Verkehr, auch gerne bemüht als Beispiel. Ich meine, das hängt auch mit dem zusammen, was du eben gesagt hast. Man kann den Verkehrsfluss optimieren, indem man irgendwie Ampelschaltungen hier zum Beispiel auf dem Ring abgreift oder irgendwie die Auslastung öffentlicher Verkehrsmittel optimiert. Big Data in der Medizin, auch das ist ein beliebtes Beispiel, personalisierte Medizin. Das heißt, aufgrund von Gendiagnostik und persönlicher Charakteristika lässt sich relativ gut bestimmen, wie zum Beispiel ein HIV-Patient auf ein bestimmtes Präparat reagiert. Auch die Bekämpfung von Malaria, deshalb hier die Mücke. In Afrika finanziert Google ein Projekt, wo die Bevölkerung
die Medikamente, die sie einnimmt, per SMS oder per Smartphone an Google schickt, die anhand dessen dann so eine Heatmap erstellen können, wo sich eigentlich Ebola gerade verbreitet. Auch das, also großer Überschneidungsbereich eigentlich zu Open Data, weil ich glaube, Google stellt das dann auch öffentlich zur Verfügung. Das Grippebeispiel, finde ich, hilft ganz gut zu verstehen, was ist Big Data? Es sind drei Komponenten, werden eigentlich immer genannt, die drei Vs. Das ist zum einen Volume, also wir brauchen unglaublich viele Daten. Bei Google sind das die 3,5 Millionen Suchanfragen, die es jeden Tag gibt. Es sind aber auch die amtlichen Statistiken, die damit reinzählen. Und deshalb brauchen wir heterogene Daten, ja, also verschiedene. Es reicht nicht nur irgendwie einen Suchbegriff, sondern wir brauchen ganz, ganz viele, die wir kombinieren, um ein vernünftiges Modell zu entwickeln. Der dritte Punkt ist die Geschwindigkeit der Datenverarbeitung, die im Endeffekt genauso wichtig ist wie die Menge und die Vielfalt. Denn beim Grippebeispiel haben wir gesehen, uns hilft das ja nur, wenn wir es in Echtzeit sehen und eben nicht zwei Wochen versetzt. Das sind, wie gesagt, die drei Vs, die üblicherweise bemüht werden. Man kann dann noch ganz viele andere Vs mit reinziehen, also zum Beispiel die Richtigkeit der Daten, die Visualisierung. Das sind dann weitere Vs. Ich würde sagen, wir beschränken uns einfach darauf, Big Data als Sammlung, Analyse und Auswertung großer Datenmengen zu verstehen. Dann ist das so im Grunde der Nenner. Große Datenmengen, was ist das? 700.000 Tinder-Swipes, 31 Millionen Facebook-Nachrichten. Das ist das, was so im Internet in der Minute anfällt. Also in den Größenordnungen bewegen wir uns zumindest in den sozialen Netzwerken. Volume, große Datenmengen, ja, kann man hier auch sehen. Die globale Datenmenge 2014, 2020 verzehnfacht sich. Also ganz erheblicher Anstieg. Das lässt sich noch besser am globalen Internetverkehr erkennen. Hier kann man sehen, wie der Datenverkehr im letzten Jahrzehnt eigentlich total explodiert ist. In den 90er Jahren passierte gar nichts und dann auf einmal ging das sprunghaft nach oben. Warum ist das so? Es gibt verschiedene Ursachen dafür. Ich habe vier Ursachen mal rausgepickt. Zum einen sind es einfach neue Datenarten. Also wenn Leute anfangen mit ihren iPhones jeden Moment in HD festzuhalten, dann wird da einfach in der Menge unfassbar viel generiert. Das ist aber auch Streaming. Ja, viele von uns haben Netflix, IPTV. Das sind auch riesige Datenmengen, die da anfallen. Das sind zum anderen dann strukturelle Veränderungen, hier mit dem Stichwort Schwellenländer. Also aktuell produziert der Westen, also Deutschland, USA, Japan, 60% des globalen Datenverkehrs. 2020 wird sich das umkehren und dann werden es die Schwellenländer wie Brasilien, Indien oder so sein, die diese Rolle übernehmen. Ein dritter Punkt, verändertes Nutzungsverhalten, vor allem im Business-Kontext. Ganz viel wird in die Cloud verlagert, hochgeladen, runtergeladen, hochgeladen. Da fällt auch super viel an. Und dann eben neue Technologien, wie zum Beispiel das Internet der Dinge, Alltagsgegenstände, die auf einmal mit dem Internet verbunden sind, zum Beispiel das Smartphone, das Tablet, aber auch die intelligente Kaffeemaschine oder der intelligente Drucker, die dann selbstständig Nachschub bestellen oder wo man dann auf dem Smartphone auf einmal den Kaffee anstellen kann, bevor man das Bett verlassen hat. Es gibt auch Laufschuhe, die Geschwindigkeitssensoren haben oder Verkehrsampeln oder sowas. Das fällt alles darunter. Aktuell 8,4 Milliarden Geräte, 2020 mehr als doppelt so viele. Auch hier ist davon auszugehen, dass das immer mehr Daten generieren wird, die man dann auch halt für Open Data zum Beispiel abgreifen kann. Zwei weitere Charakteristika von Big Data. Zum einen Korrelationen. Also Big Data geht es vor allem irgendwie um Zusammenhänge. Also wir haben das eben gesehen, der Zusammenhang zwischen den Suchanfragen und der Grippeverbreitung. Die Sache, die hier problematisch ist, sind Scheinkorrelationen. Also jeder kennt ja wahrscheinlich das Beispiel aus dem Statistiklehrbuch mit den Störchen und den Kindern, also wo es viele Störche gibt, da gibt es auch viele Kinder, aber der Storch bringt nicht die Kinder, sondern wir haben eine Drittvariable übersehen, die Ländlichkeit des Raums. Ne? Und genauso gibt es irgendwie andere bescheuerte Scheinkorrelationen, wie zum Beispiel hier die Scheidungsrate in Maine und der Pro-Kopf-Verbrauch von Margarine. Also welchen sinnvollen Schluss man daraus jetzt ableiten kann,
sei mal dahingestellt, ich glaube, er ist nicht ganz so, liegt nicht ganz so auf der Hand. Das Problem ist tatsächlich, je mehr Daten wir haben, umso mehr Korrelationen ergeben sich ja auch und umso mehr müssen wir aufpassen, welche Schlüsse wir daraus ziehen. Das heißt, der Faktor Mensch ist hier nach wie vor ein ganz entscheidender, um eben zu beurteilen, ist das, was da hinten rauskommt, eigentlich noch sinnvoll. Zum anderen Prognosen. Es geht immer darum, irgendwas vorherzusagen. Also den Verkehrsfluss, die Grippeverbreitung, das individuelle Kaufverhalten. Liegt aber in der Natur der Sache, dass man von vergangenheitsbezogenen Daten eben nur eingeschränkt auf die Zukunft schließen kann. Also man muss auch furchtbar aufpassen, wie zuverlässig diese Prognosen sind. Also sie sind im Grunde immer limitiert und dessen muss man sich bewusst sein, wenn man irgendwie die Vorhersagekraft von Big Data überall lobt. Das haben wir zuletzt gesehen bei den Wahlen in UK und USA. Das ist jetzt ein ganz plattes Beispiel, ne? Aber da haben sich im Grunde auch alle vertan. Ein anderes Beispiel, Terrorbekämpfung. Wir wissen alle, die NSA sammelt super viele Daten, aber Terroranschläge kann sie ja trotzdem nicht vorhersagen. Also die Vorhersagekraft von Daten ist sehr eingeschränkt. So, jetzt genug der Theorie. Wo begegnet uns Big Data? Irgendwelche Vorschläge, irgendwelche Ideen? Naja, also ich kann es im Grunde auch vorwegnehmen, ne? Überall. Also das ist jetzt auch ein bisschen platt, aber eigentlich gibt es mittlerweile kaum noch einen Bereich, in dem Big Data keine Rolle spielt. Ich habe das mal nach Branchen aufgeschlüsselt, beziehungsweise Bitkom hat das getan. Wir können hier sehen, so Autobranche, Versicherungsbranche, das sind die Klassiker, die immer vorne mit dabei sind. Medien, Transport, Logistik, würde man erwarten, dass sich mehr Leute dafür interessieren. Tatsächlich hält sich das noch in Grenzen. Also Medien, ne, ist für die Designer vielleicht interessant. Gucken wir uns das mal an einem Beispiel an. Shopping, sowohl im stationären Handel als auch im Online-Handel. Wir kennen das alle von Amazon, Produktempfehlung. Ich habe diese Klinge gekauft, dann interessiere ich mich natürlich auch für das zugehörige Köfferchen oder den Sattelbezug. Das ist jetzt nichts Neues. Genauso wenig ist Payback was Neues. Bonuspunkte sammeln. Also wer hat eine Payback-Karte, wenn ich mal fragen darf? Ja, das hält sich tatsächlich in Grenzen. Also in Deutschland gibt es tatsächlich 29 Millionen Karteninhaber und jeden Tag wird diese Karte so 3,8 Millionen Mal über die Kasse gezogen. Also da fällt einiges an und viele gewähren Payback damit sehr tiefe Einblicke in ihr persönliches Kaufverhalten. Von Verbraucherschützern wird das natürlich kritisiert, also vor allem, weil es heißt, dass das reelle Einsparungspotenzial eher gering ist. Aber wenn ich mich gut damit fühle, mein Gott, warum nicht? Ne? Payback bemüht ganz gerne das Beispiel von Tante Emma. Tante Emma wusste ja früher auch schon immer genau, wer was wollte und wie er tickte. Tante Emma hatte halt nur nicht 29 Millionen Kunden, sondern bestenfalls 100 oder so. Auch im stationären Handel begegnet uns Big Data. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. In den letzten Wochen ging das so ein bisschen durch die Medien. Sowohl Real als auch die Deutsche Post führen intelligente Gesichtsanalysen im Kassenbereich durch. Also ich stehe dann da am Einkaufsband, habe eine Ware da draufgelegt und dann ist da so ein Bildschirm, auf dem läuft gerade so ein Werbespot. Und hinter diesem Display ist eine Kamera montiert, die mein Gesicht filmt. Und diese Gesichtsanalyse, die erkennt, bin ich ein Mann oder eine Frau, wie alt bin ich etwa und interessiere ich mich überhaupt für diesen Werbespot. Und was macht man damit? Klar, zielgruppenorientierte Werbung. Also wenn da ein 60-jähriger Mann steht, dann werde ich dem jetzt keine Produkte aus Bibis Beauty Palace zeigen, sondern irgendwie gucken, dass ich ihm klischeehaft jetzt irgendwie ein Rasenmäher oder sowas vielleicht zeige. Real hat das heute, also ich habe es heute noch gelesen, Real hat das jetzt eingestampft, haben auch immer wieder betont, dass sie ja eigentlich gar nicht diejenigen seien, die das Produkt da nutzen. Ne? Sie hätten das einem Dienstleister überlassen und der wollte testen, wie man personenbezogen da werben kann. Datenschutzrechtlich ist das jedenfalls meines Erachtens gerade noch so im grünen Bereich, weil es einfach total anonymisiert durchgeführt wird. Also da wird jetzt nicht irgendwie das Gesicht über die Google-Bildersuche mit dem Facebook-Konto verknüpft, sondern das Ganze läuft direkt anonym ab und im Grunde findet auch nur so eine Einteilung statt, so älterer Herr, ältere Dame,
oder Alkopop-Interessent von 14 Jahren. Also so läuft es im stationären Handel. Was man mit Kundendaten noch alles machen kann, das hat die Supermarktkette Target in den USA gezeigt. Auch das dürfte vielen ein bekanntes Beispiel sein. Target hat nämlich herausgefunden, dass man anhand des Einkaufsverhaltens von Schwangeren feststellen kann, A, ob die Frau schwanger ist und B, wann voraussichtlich das Kind kommt. Wie funktioniert das? Also Frauen kaufen zum Beispiel ab einem bestimmten Zeitpunkt unparfümierte Körperlotions. Na, sie kaufen Zinktabletten und spätestens am Ende kaufen sie wahrscheinlich dann auch irgendwann mal Windeln oder sowas. Und anhand von 25 Produkten, die man zusammenfüttert, ist Target in der Lage zu prognostizieren, wer schwanger ist und wann das Kind kommt. So. Und anhand dieser Informationen kann man dann wiederum zielgruppenorientierte Werbung auch im stationären Handel betreiben. Das Ganze ist natürlich ein riesengroßer Markt. Ja, werdende Eltern, das sind Leute, die kaufen Produkte, die sie vorher nicht brauchten, und diese Produkte sind auch noch alle super teuer. Also wenn es jetzt gelingt, diese Leute abzugreifen, dann hat man gewonnen. Target hat das geschafft, weil sie eben dieses Einkaufsverhalten mit Kreditkartendaten, Kundenkonten, was weiß ich, also diesen Keys, die man immer über die Kasse zieht, waren die in der Lage, das zu verknüpfen. Das Ganze kam deshalb raus, weil eben eine Minderjährige, die schwanger war, auf einmal Werbung oder Werbekupons nach Hause bekam in ihren Elternhaushalt, die Eltern aber noch gar nichts davon wussten. Und das hat dann für Furore gesorgt und landete in den Medien. Was kann man noch damit machen? Auch in Deutschland ist das durchaus ein Thema. Amazon, dynamische Preise. Amazon berechnet mit Hilfe von Big Data Algorithmen den tagesaktuellen Preis anhand von Wetter, Lagerbestand, Konkurrenz. Ja. Besonders beliebt, wenn Saturn gerade ein Sonderangebot hat, dann ist es bei Amazon plötzlich genauso teuer. Die Kaffeemaschine, für die ich heute 150 zahle, kostet morgen vielleicht 130. Das sind dynamische Preise, auch das wird durch Algorithmen berechnet. Also den Informatikern erzähle ich da vermutlich nichts Neues. Das ist Dynamic Pricing und das kann man theoretisch auch im stationären Handel machen. Also wenn Sie das nächste Mal zu Rewe, Saturn, Mediamarkt gehen, dann achten Sie mal auf diese Preisschilder. Das sind heute keine Pappschildchen mehr, die man mühsam überkleben muss, sondern das sind elektronische Preisschilder, die man eigentlich relativ einfach ändern kann, indem man mit so einem elektrischen Gerät da vorbeigeht. Zum einen soll das Arbeit sparen, zum anderen kann man damit aber auch dynamische Preise machen. Die gibt es noch nicht, aber es wäre möglich, dass man samstags vormittags mehr für den Einkauf zahlt, als jetzt, weiß ich nicht, mittwochs mittags, wenn weniger Leute einkaufen gehen. Dynamische Preise, das ist eine Sache, datenschutzrechtlich auch nicht zu beanstanden. Eine andere Sache ist es, wenn aus diesen dynamischen Preisen auf einmal personalisierte Preise werden. Wenn also ich mehr für ein Produkt bezahlen soll, für ein und dasselbe Produkt, als mein Nachbar. Warum? Naja, weil ich vielleicht auf meinem iPhone unterwegs bin und nicht auf einem Android-Smartphone. Denn man geht davon aus, dass Apple-Kunden eine größere Zahlungsbereitschaft haben als Android-User. Genauso wird man davon ausgehen können, dass man auf einem PC weniger bezahlt für eine Hotelübernachtung, als wenn ich jetzt mit meinem Handy auf Booking.com unterwegs bin, weil im Zweifel bin ich dann gerade total verzweifelt auf der Suche nach einer Hotelübernachtung. Auch mit den Cookies lässt sich relativ präzise sagen, interessiere ich mich jetzt eigentlich schon länger für so ein Hotel, muss man demjenigen so ein Incentive geben, irgendwie da zu buchen. All das ist für den Händler eigentlich ganz gut vorhersehbar. Diese personalisierten Preise sind aber, das will ich nochmal betonen, ganz klar von den dynamischen Preisen zu unterscheiden, weil sie eben an die Person knüpfen. Also ist es fair, wenn ich 50 Euro mehr bezahlen muss, nur weil ich jetzt gerade auf meinem iPhone unterwegs bin. Daran sind drei Punkte problematisch. Den dritten habe ich gerade schon hier aufgeworfen. Das ist die Preisdiskriminierung. Das ist aber auch der Datenschutz. Ja, also wo kommen die Daten eigentlich her, anhand derer diese Preisdifferenzierung vorgenommen wird? Zu welchem Zweck wurden die erhoben? Die wurden ja seinerzeit nicht von mir mit der Einwilligung erhoben, hey, wir würden dir gerne individuelle Preise anbieten. Zum anderen ist es die Intransparenz. Also für den Kunden ist überhaupt nicht erkennbar, wie kommt dieser Preis zustande? Also wie funktioniert dieser Algorithmus dahinter? Welche Daten fließen damit ein? Und für den Kunden ist häufig auch gar nicht ersichtlich, dass es ein personalisierter Preis ist.
ich gucke auf mein Handy und ich sehe ja nur diesen Preis. Ich weiß ja nicht, was mein Nachbar zahlt. Ich gehe also davon aus, dass das der Standardpreis ist. Wo kommen die Daten her? Das kann man ganz gut am Beispiel von Smartphones und Wearables sich anschauen. Die meisten von uns haben sowas, also zumindest ein Smartphone. Wearables haben nicht ganz so viele, das sind so Fitnessarmbänder, intelligente Uhren, so ein Kram. Damit lässt sich dann die Laufstrecke messen, Herzfrequenz, und sich mit anderen vergleichen. Dazu sind Sensoren verbaut, ganz viele, Geschwindigkeit, Standort, was weiß ich, Temperatur. Ne? Also all diese Daten werden zusammengeführt und daraus kann man dann Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand, das Schlafverhalten, Stresslevel, was weiß ich, des Betroffenen ziehen. Vielen ist das, also ist zwar bewusst, dass Daten gesammelt werden, aber welche Schlüsse man daraus ziehen kann, das wissen eben nicht alle. Und vielen ist auch nicht so richtig bewusst, dass diese Daten an Dritte weitergegeben werden. Die meisten Unternehmen behalten sich das in ihren Nutzungsbedingungen vor, dass es eben auch an Dritte zu Werbezwecken, zu Analysezwecken weitergeleitet wird. 4 Punkte reichen in der Regel schon, um jemanden zweifelsfrei zu identifizieren. Und wenn ich 4 Punkte von so einem Smartphone habe, die kriege ich relativ schnell beisammen, dann ist es mir möglich, jemanden individuell auch zu tracken, wenn ich das möchte. Die problematische Sache hier, auf die ich eingehen wollte, ist, an wen werden die Daten weitergeleitet? Ich habe das gerade gesagt, Dritte zu Werbezwecken. Was ist, wenn es der Arbeitgeber ist oder die Krankenversicherung? Ja? Also wenn die Daten von dem Fitnessarmband an meine Krankenkasse weitergeleitet werden und die Krankenkasse sagt, hey, du ernährst dich aber nicht so gut, du solltest mehr Sport machen, wir erhöhen jetzt deine Prämie. Das ist jetzt nicht Realität, das ist eher so ein dystopisches Szenario. Muss man aber durchaus mal drüber nachdenken, weil dann kippt ja das Solidaritätsprinzip. Also wenn Junge und Gesunde weniger zahlen als Alte und Kranke, dann funktioniert irgendwo die Krankenversicherung nicht mehr. Das ist gar nicht so abwegig. Man kennt das aus den Kfz-Versicherungen. Da gibt es zum Beispiel Apps, die das Beschleunigungsverhalten, das Bremsverhalten, wie fahre ich um die Kurve, solche Aspekte messen. Und wenn ich ein vorbildlicher Fahrer bin, dann kriege ich eine Prämie. Bis zu 40% kann ich sparen bei manchen Versicherungen. Wenn ich kein vorbildlicher Fahrer bin, dann zahle ich halt den vollen Preis. Das ist ein Bonussystem, kein Malussystem, führt aber auch irgendwo zu einer Ungleichbehandlung. Gut, diese Ungleichbehandlung kann man jetzt sagen, hat es in der Versicherung immer gegeben. Ne? Jüngere Fahrer haben immer mehr gezahlt als ältere. Aber hier lasse ich mich freiwillig in meinem Fahrverhalten überwachen, um Geld zu sparen. Das ist so ein klassisches Anreizsystem, das man Gamification nennt. Also der Fahrer wird spielerisch motiviert, immer mehr Daten zu liefern. Warum macht er das? Er will sich mit anderen vergleichen. Das ist so ein Belohnungsaspekt hier, auch ein monetärer, eben diese 40%, die man sparen kann. Oder er hat sich irgendwelche Legitimationsstrategien zurechtgelegt. Also ich habe ja eh nichts zu verbergen. Oder die Vorteile überwiegen hier die Nachteile, eben Cash. Egal wie, man sollte sich als Nutzer einfach der Tatsache bewusst sein, dass die Daten weitergeleitet werden. Wearables haben aber auch ein positives Potenzial. Also ich will das jetzt hier nicht so schwarz malen. Quantified Self, das ist eine Bewegung von Leuten, die sich zum Ziel gesetzt haben, sich einfach komplett selbst zu tracken. Also Live-Logging nennt man das. Hab dann Fitnessarmband, WLAN-Waage, intelligenten Turnschuh. Ja, und dann kann ich mich lückenlos überwachen, mit anderen vergleichen. Ist für Sportmuffel ganz interessant. Ja, dann kriegt man so einen Anreiz, sich auch mehr zu bewegen. Ob der Sportmuffel jetzt Bock hat, da mitzumachen, ist eine andere Frage. Andere Anwendungen. Hier die intelligente Kontaktlinse misst anhand der Tränenflüssigkeit den Blutzuckerspiegel für Diabetiker. Da ist so eine kleine Leuchtdiode drin, die gibt mir dann Bescheid, dass ich jetzt besser mal Insulin spritze. Oder der intelligente Socken vom Fraunhofer Institut, auch für Diabetiker, der misst den Druck im Fuß. All das sind sinnvolle Anwendungen, aber auch hier werden Daten generiert, die man im Zweifel abgreifen kann. Ich will jetzt nochmal betonen, dass Big Data also jetzt nicht irgendwie nur als Problem verstanden werden sollte.
Also es ist durchaus ein ambivalentes Thema, genauso wie Open Data, hier aber glaube ich noch mit einer deutlich kritischeren Perspektive. Man muss da immer ganz klar differenzieren, und wo das meines Erachtens sehr, sehr deutlich wird, ist im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung. Predictive Policing heißt das Stichwort. Das ist eine Szene aus dem Film Minority Report, die im Grunde verdeutlichen soll, was wäre, wenn ich Verbrechen verhindern kann, bevor sie geschehen. Ist nicht so abwegig. In den USA wird das seit ein paar Jahren praktiziert mit eben dieser Software Predictive Policing, anhand derer die amtlichen Daten ausgewertet werden und dann mithilfe von Algorithmen sogenannte Heatmaps erstellt werden. Hier kann man das sehen, die darauf hindeuten, in welchen Bereichen jetzt zum Beispiel Autodiebstähle, Gewaltverbrechen, Einbrüche drohen. Und weil man eben aus der Kriminalwissenschaft weiß, dass zum Beispiel Einbruchsdiebstähle häufig von Serientätern begangen werden, das heißt, wenn bei mir eingebrochen wurde, dann kommt er morgen vielleicht ins Nachbarhaus, kann man dann in diesen Bereichen die Polizeipräsenz proaktiv verstärken und eben versuchen, dem Ganzen entgegenzuwirken. In den USA hat das so im Schnitt zu 10% Rückgang der Delikte geführt, plus 50% Festnahmen. Also, wenn man das als Erfolg verkaufen möchte, dann wahrscheinlich schon. Auch in Deutschland gibt es eine Software namens Precops, die an Rhein und Ruhr zum Einsatz kommt, zum Beispiel in Düsseldorf, in Essen, in Duisburg. Und auch hier funktioniert das Ganze, soweit ich das mitbekommen habe, ganz gut. Natürlich weckt so ein System gewisse Begehrlichkeiten. Je mehr Daten ich da reinfütter, umso eher kann ich dann auch sinnvolle Schlüsse daraus ziehen. Das Ganze läuft bislang noch ohne direkte personenbezogene Daten. Also da wird jetzt nicht irgendwie Facebook oder WhatsApp oder sowas durchstöbert, sondern das sind vor allem so die Berichte der Polizisten, die jetzt gerade auf Streife waren. Was passiert, wenn man individuelle Aspekte mit reinnimmt, zeigen wieder mal die USA. Hier gibt es zum Beispiel Big Data Algorithmen, die darüber entscheiden, ob ich in einen Flieger darf oder nicht. Also es gibt die No-Fly-Listen, wenn ich da draufstehe, dann habe ich Pech gehabt und darf leider nicht an Bord. Auch ob ich aus dem Gefängnis rauskomme, also auf Bewährung, da redet ein Big Data Algorithmus mit, der die Wahrscheinlichkeit berechnet, wie wahrscheinlich ist es, dass ich auf Bewährung draußen jetzt nochmal rückfällig werde. Ja, und jetzt, also wie gesagt, mir ist ganz wichtig, das Thema darf man nicht so schwarz und weiß sehen. Ich weiß, dass jetzt die kritische Perspektive ein bisschen überwogen hat. Das Fazit ist in jedem Fall, gibt super große Chancen, wenn das Ganze vernünftig eingesetzt wird. Gerade im Bereich Open Data lässt sich mit Big Data Tolles anstellen, birgt aber auch eben gewisse Risiken. Und deshalb muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er offen mit seinen Daten umgehen möchte, bis zu welchem Grad und wem ich das anvertrauen möchte. Viele Dienste sind ja eben nicht umsonst, sondern, ne, sagt man immer, man bezahlt mit seinen Daten. Und da sollte man jedenfalls ein bisschen kritisch rangehen. Zum Schluss habe ich mir die Freiheit genommen, nochmal so ein paar Fragen aus unserer Forschung mitzubringen, auf die ich gar nicht so sehr eingehen möchte. Ich lasse das im Grunde so hier stehen. Und ich habe den Versuch unternommen, dass hier einmal in dem Spektrum des Instituts zu verorten. Das Ganze ist jetzt relativ kurzfristig entstanden, ne? Deshalb, man kann darüber diskutieren, was wohin gehört. Ich finde zum Beispiel die Frage ganz interessant, wem gehören Daten eigentlich? Kann man Dateneigentum haben? Also Daten sind ja keine körperlichen Sachen, so wie jetzt ein Auto. Das ist eine riesengroße Diskussion, gerade im Bereich der Rechtswissenschaft gerade. Big Data und Macht, das ist vor allem, denke ich, eine soziologische Frage. Welche Macht hat Big Data über das Individuum? Also diese Vorhersagekraft, was heißt das für die Autonomie des Einzelnen, wenn das eigene Verhalten ja im Grunde schon vorherbestimmt scheint? Also Beispiel, komme ich auf Bewährung raus oder nicht? Also da habe ich ja im Grunde dann keinen Einfluss mehr drauf. Datenschutz, informierte Einwilligung, oben rechts. Bislang, klar, wir kennen das alle, 30 Seiten Einwilligungserklärung, das zu lesen, da hat eigentlich keiner Lust drauf. Vielleicht die Frage an die Designer, kann man da irgendwas Besseres machen? So, es gibt so One-Pager,
die durchaus Potenzial haben, das Ganze ein bisschen umzukrempeln, die dann aber im Endeffekt doch darauf hinauslaufen, dass ich mich tausendmal da durchklicken muss und am Ende ist es genauso wie vorher. Aber man könnte ja zum Beispiel auch mal drüber nachdenken, so ein Videoclip, also auf dem Handy als Datenschutzerklärung dem Endnutzer zu verkaufen, einfach um das Ganze ein bisschen anschaulicher zu gestalten. Ich denke, ich lasse das mal so stehen und würde damit sagen, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die vielen interessanten Beispiele. Fragen? Die müssen erst verdaut werden, die Beispiele. Okay. Ja, zu dem Versicherungsbeispiel in Autos. Wenn du jetzt ein schlechter Autofahrer bist und weißt, dass deine Prämie, also Prämie dann halt hochgeht, dann wird man ja in Zukunft die Daten ja nicht mehr bereitstellen wollen. Das heißt, die einzige Zukunft, die so ein System ja dann hätte, ist, dass man generell die Preise erhöht und dann für die Leute, die halt die gut Auto fahren, dass man halt die erniedrigt. Und ist es dann nicht genau das Gleiche, dass man dann halt nicht dieses Bonusprogramm, sondern dieses Malusprogramm hat, sozusagen durch die Hintertür, einfach nur durch die Entwicklung? Ja, in jedem Fall ist es eine versteckte Diskriminierung. Ne? Wenn man das so macht, das läuft im Grunde darauf hinaus, dass die Leute, die sparsam mit ihren Daten umgehen, nicht nur im Bereich der Kfz-Versicherung, sondern überall, dass diejenigen am Ende den Kürzeren ziehen, weil eben alle anderen, sei es durch Malus, also den Malus in dem Fall, oder die anderen durch den Bonus besser gestellt werden. Absolut. Okay, da ist eine Frage. Sehen Sie momentan schon dringenden politischen Handlungsbedarf, also von Akteuren wie der Europäischen Union, die ja durchaus irgendwie genug Macht hätten, auch Konzerne wie Google da einzuschränken? Oder würden Sie eher sagen, wir müssen uns das anschauen und vielleicht dann handeln, wenn es akute Risiken gibt? Also die Europäische Union jetzt im Speziellen hat das Thema vor allem natürlich aus einer wirtschaftlichen Sicht im Blick, also Machtakkumulation durch Daten. Ja, also es gibt den sogenannten Datenvorteil, wenn ich in der Lage bin, zum Beispiel analoge Datenbestände und digitale Datenbestände so zusammenzuführen, dass andere Marktakteure das nicht reproduzieren können. Also Beispiel Energielieferanten. Die sitzen eben auf jahrzehntealten Rechnungen und wissen, was die Leute verbrauchen. Die haben aber auch Smart Meter und können aktuell alles messen. So, und wenn man das zusammenführt, dann ist es für Konkurrenten einfach gar nicht möglich, da reinzukommen. Genauso die Big Five, ne, Apple, Amazon, Facebook, da ist das sowieso klar, dass die eine riesige Marktmacht haben. Was die politischen Handlungsoptionen angeht, also unser Projekt im Speziellen jetzt Abida befasst sich eben auch mit der Frage, was können politische Akteure machen, und wie sollten sie handeln, um Big Data irgendwie sinnvoll zu begegnen unter gesellschaftlichen Aspekten. Also wir sind da dran, aber also gerade im europäischen Kontext hat das Ganze bislang vor allem in der wirtschaftlichen Dimension irgendwie Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie sagen, Sie beschäftigen sich damit, kann man das denn schon irgendwo einsehen, erste Schritte oder erste Ideen? Wir können unsere Internetseite besuchen. Wir haben zum Beispiel, ich habe das eingangs erzählt, diese Bürgerkonferenzen, die wir durchgeführt haben, da haben wir Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf die Wünsche, Hoffnungen und Ängste befragt. Und da kam zum Beispiel raus, dass sich viele einfach erstmal zu einem großen Teil Bildung zu diesem Thema wünschen, weil es eben, also ich meine, wenn wir jetzt hier sitzen, im Zweifel gehe ich davon aus, dass sie sich so ein bisschen für das Thema interessieren, aber für viele ist der Begriff Big Data erstmal irgendwie, ja, völlig unbekannt, geschweige denn, dass sie damit irgendwas verbinden. Das war so vor allem die Quintessenz, die wir da rausgezogen haben. Und dann wird natürlich der Wunsch an den Staat formuliert, ja, Datenschutz stärken etc. Gut, wir haben jetzt die neue Datenschutzgrundverordnung, da tut sich einiges, aber im Grunde hat der deutsche Gesetzgeber da ja auch noch Handlungsbedarf. Also abida.de, ich würde das empfehlen. Ansonsten können Sie gerne auf mich zukommen. Wir machen auch ganz viele Workshops, Expertenworkshops, wo wir immer an Kontakten interessiert sind. Also, ja. Sie haben ja einige Sparten oder thematische Felder genannt, in denen Big Data bereits eine Rolle spielt. Mich hat erstaunt, dass Verkehr da bislang noch nicht so stark repräsentiert ist.
Hat mich deshalb, weil es ja zum Beispiel Stauerkennungssysteme gibt oder auch Informationssysteme für Fahrpläne und solche Dinge. Und da hätte ich erwartet, dass da schon mehr los ist. Wie entstehen also diese Balken? Wie lassen die sich quantifizieren? Was ist der Herkunft dieser Daten? Ich denke, da muss ich noch mal was zu sagen. Das ist eine Erhebung von Bitkom. Die hat insofern einen anderen Zuschnitt, als dass man eben nicht die gesellschaftliche Verbreitung des Ganzen misst, sondern Bitkom hat, soweit ich das verstanden habe, nur die Unternehmen aus den jeweiligen Branchen befragt, ob sie schon Big Data Technologien einsetzen. Also wenn man jetzt hingehen würde und sagen würde, Verkehr betrifft eben auch Open Data Anwendungen in Bezug auf öffentliche Verkehrsmittel, dann sähe das anders aus, weil die sind einfach nicht gefragt worden. Also das ist jetzt eine sehr eingeschränkte Perspektive. Also ich bin auch der Auffassung, dass gerade so im Bereich Smart City und sowas, dass sich da mehr tut, als jetzt hier abgebildet wird. Ja. So, noch Fragen? Ich hätte noch eine Frage zu den personalisierten Preisen. Ja. Also gibt es das schon? Passiert das? Und wenn ja, gibt es da irgendwelche Tendenzen, da was gegen zu machen? Oder gibt es überhaupt die Möglichkeit, das irgendwie einzuschränken, zu verbieten? Also wie ist da die juristische Grundlage? Also wie gesagt, das gibt es vor allem im Onlinehandel, weil es da eben einfach ist, die Leute zu identifizieren, zu tracken und auf die persönlichen Vorlieben einzugehen. Stationären Handel meines Wissens noch nicht. Was kann man dagegen machen? Ja gut, also zum einen ist es Privatautonomie. Also jeder hat die Möglichkeit, zu jemand anderem zu sagen, hey, ich hätte gerne 10 Euro von dir mehr als von dir. Da kann man nichts gegen machen. Es gibt das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das halt auch hier mit reinspielt, aber im Grunde die Privatautonomie bietet da erstmal relativ viel Freiraum für die Händler. Ja, und auch durch diese Preisdiskriminierung, das ist sozusagen auch nicht unbedingt verboten, wenn man so will. Also es bleibt denen frei überlassen. Ja, also gut, wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde, irgendwie Schwarze sollen mehr zahlen als andere, dann wäre es eine Diskriminierung aufgrund der Rasse und dann wäre es mit dem AGG natürlich nicht vereinbar. Das kann man nicht machen. Aber ich kann sagen, du bist Apple-Nutzer, du sollst jetzt mehr zahlen als der Android-User. Das ist völlig in Ordnung. Also für die Verbraucherzentralen, das sind in dem Fall diejenigen, an die man sich wenden kann, wenn man irgendwie da ein bisschen Druck machen möchte, ist das ein heißes Thema im Moment auf jeden Fall. Ja. Ja. Gibt es sonst noch Fragen? Also erstmal vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich frage mich, wo die Tendenz so künftig hingeht, weil es ja auch eine sehr kulturelle Ansicht ist, wie man damit jetzt umgeht. Also wenn ich in Amerika irgendwelchen Privacy-Forschern, also Datenschutzforschern, eine E-Mail schreibe, dann haben die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Gmail-Adresse. Ja. Also die nutzen das, die sind sich dessen voll bewusst, die Daten werden genutzt, sie sind das Produkt. Gab es ja immer so das Schlagwort. Ich habe so den Eindruck, und das merke ich auch bei mir, dass ich so ein bisschen leid bin, sozusagen diese Sau durchs Dorf zu treiben und Datenschutz zu predigen und erwische mich dabei jetzt auch. Ich bin schon lange auf Twitter und nutze auch Google ganz eifrig und so weiter, aber ich bin da so ein bisschen abgestumpft. Ist das gut oder ist das schlecht, wenn Sie jetzt mal in die Glaskugel reingucken? Also wo geht's hin? Ja, ist das eine gute, überwiegen die Vorteile? Oder kriegen wir das irgendwann doppelt und dreifach wieder zurück? Fliegt uns das Ganze irgendwann um die Ohren? Sehr gute Frage. Also wie Sie schon angedeutet haben, ich glaube, dass das vor allem im transatlantischen Verhältnis einfach zwei komplett unterschiedliche Kulturen sind, die da aufeinandertreffen. Und langfristig wird sich eine der beiden Kulturen durchsetzen. Und die Big Five, die sitzen nun mal gerade alle in den USA. Ich glaube, langfristig wird man irgendwie versuchen müssen, ein pragmatischeres Konzept zu finden, als diesen ganz starren Datenschutz, den wir hier in Deutschland vertreten. Wir sind da sehr stolz drauf und wir halten das auch hoch, jetzt auch bei der DSGVO. Aber bis zu welchem Grad sich das durchhalten lässt, also sehe ich auch durchaus kritisch. Also ich würde mir wünschen, dass der Datenschutz längere Zeit überdauert, aber mit solchen Anwendungen ist er einfach nicht vereinbar. Ja? Also gerade Big Data ist ja darauf angelegt, irgendwie so viel wie möglich zu sammeln und so viel wie möglich daraus zu ziehen, während der Datenschutz, klassisches Prinzip, Zweckbindung hat. Also Daten dürfen nur zu einem bestimmten Zweck erhoben werden. Aber wenn ich den Zweck vorher nicht kenne,
ja, wie soll dann Big Data funktionieren? Also da prallen Welten aufeinander und welche sich am Ende durchsetzen wird, ich würde mir wünschen unsere, aber ich glaube nicht daran. Also. Gut, noch weitere Fragen? Ja, aber das sind ja im Grunde dann demokratische Entscheidungen, oder nicht? Also ich kann doch solche Dinge wie Preisdiskriminierung aufgrund eines Cookies in meinem Browser gesetzlich verbieten. Ich muss doch einfach nur zur Wahl gehen, beim nächsten Mal irgendwie die Linken oder die Grünen wählen und dann, wenn die an der Regierung sind oder wenn die Europäische Union sich dazu entscheidet, dann können wir doch einfach sagen, für die 500 Millionen Menschen in diesem Teil der Erde gilt das nicht. Und das ist hier illegal, das zu tun. Das ist doch möglich. Ja, das ist möglich. Man wird auch in Deutschland entsprechende Regelungen treffen können. Die Sache ist halt Territorialität, ne? Also das Internet hört leider nicht an der Landesgrenze auf. Und viele von uns nutzen ja auch irgendwelche ausländischen Anbieter, wo ich mich eben nicht davon freimachen kann, dass irgendwie Racial Profiling betrieben wird bei den Werbeanzeigen oder sowas. Also der deutsche Gesetzgeber hat ja jetzt nicht irgendwie Handhabe in den USA. Nein, aber es ist doch jetzt schon so, dass wenn Twitter in der EU operieren will, müssen die eine landungsfähige Anschrift oder irgendwie ein Gebäude hier haben. Und dann kann ich doch genauso gut sagen, ihr dürft das hier nicht machen, wenn ihr das in der Europäischen Union anbieten wollt. Also ist es noch möglich, das irgendwie politisch aufzuhalten, demokratisch durch Wahlen? Oder geht das rechtlich nicht? Also ich bin ja selbst nur Jurist, ne? Ich weiß nicht, was die technische Komponente anbelangt, aber ich glaube, dass der Gesetzgeber da nur einen ganz eingeschränkten Spielraum hat. Und naja, also was kann man dagegen machen? Ich glaube, dass das vor allem auch auf einer individuellen Ebene stattzufinden hat. Also klar, es ist convenient, Google zu nutzen und irgendwie eine Webmail-Adresse zu haben. Aber vielleicht muss man auch einen Euro im Monat ausgeben und lieber Posteo nutzen. Also das sind so, also ich glaube, dass das auf der individuellen Ebene noch eine viel größere Rolle spielt. Hier war noch eine Frage. Ich muss nochmal nachhaken. Jetzt ist ja, also Big Data zu dürfen, wenn ich in einer Jurisdiktion bin und ich Big Data nutzen darf, dann habe ich ja Wettbewerbsvorteile. Jetzt gucken wir auch mal in Richtung autonomes Fahren zum Beispiel. Tesla sendet sozusagen eigentlich alles an Telemetriedaten in die Cloud, weil die damit natürlich ihren selbstlernenden, also ihren autonomes Fahren-Algorithmus damit auch trainieren. Jetzt gucke ich mal Richtung die Prämienmarken, die wir in Deutschland haben, BMW, Porsche und so weiter, die würden sowas natürlich auch ganz gerne machen, dürfen es aber nur wesentlich eingeschränkter. Das heißt, die Datenqualität, die bekommen, ist damit dann auch schlechter. So, BMW, Porsche profilieren sich heute unheimlich damit, dass sie ganz tolle Verbrennungsmotoren bauen. Das ist eine Wissenschaft für sich. Die sind 10 Jahren weg. Es werden alle Elektroautos fahren. Jetzt sind die Autos immer noch cool, die sehen immer noch cool aus, aber die coolen Motoren sind es ja nicht mehr. Elektromotoren sind furchtbar einfach aufgebaut, gut verstanden, hohe Wirkungsgrade. Also da kann ich mich nicht mehr profilieren. Haben wir einen Wettbewerbsnachteil? Dadurch, dass wir gerade so stark auf Datenschutz pochen? Ich sage das jetzt sozusagen mit als Teufelsadvokat. Ja, klar. Würde man auf den ersten Blick wahrscheinlich annehmen und auch auf lange Sicht halte ich das nicht für so abwegig. Man kann das Argument aber ja auch umdrehen. Ne? Privacy made in Germany als Verkaufsargument für BMW, Mercedes, kann man versuchen. Die Frage ist der globale Absatz, wenn man mit Tesla konkurriert, zum Beispiel dann in China, nimmt man dann lieber das Fahrzeug, das eben den intelligenteren Algorithmus zum Selbstfahren mitbringt und zuverlässiger ist, weil es eben mehr Daten bekommt. Hier muss man dann ja auch so Aspekte wie Sicherheit und sowas abwägen. Also das Argument lässt sich drehen und wenden, wie man möchte. Ich bin halt auch nicht ganz sicher, ob uns das langfristig im Wettbewerb nicht schadet, aber also wir halten auf jeden Fall die kritische Perspektive hoch. Danke. Nochmal kurz einen Kommentar dazu. Ich glaube auch nicht, dass es so eine Wenn- oder Aber, also Situation ist. Ich glaube, es gibt durchaus Technologien und auch Modelle, wo man einfach mehr Kontrolle über die eigenen Daten hat und bestimmen kann, wer sie wann wie bekommt und nicht nur, dass automatisch einfach ja, die Big Five irgendwie alles Mögliche sammeln und ohne meines Wissens zum Beispiel. Also ich glaube, da gibt es sowohl rechtliche als auch technische Möglichkeiten.
Was mich so ein bisschen interessiert, ist natürlich so dieser Aspekt Open Big Data. Also was kann man eigentlich machen, wenn diese Datensätze, die einfach gesammelt werden, ohne zu wissen, was man vielleicht damit machen könnte, was wäre, wenn sie offen wären? Also wäre das automatisch irgendwie gemeinnütziger oder kann man sich vielleicht auch vorstellen, dass das nur ein Desaster enden würde? Hängt wahrscheinlich ganz stark von den Daten ab, über die wir sprechen. Also ja, also ich denke, das hat schon riesiges Potenzial. Aber Glaskugel, ja, who knows, ja. Macht Big Data die Welt langweiliger? Weil im Prinzip Big Data heißt, wir nehmen dieses Produkt und dieses Produkt, was die meisten ja wollen. Das heißt, im Allgemeinen wird die ganze Menschheit in einen Weg sozusagen gedrückt. Also es wird doch damit alles voll langweilig, oder? Gute Frage, ja. Habe ich mir so noch nie gestellt. Kann man provokativ so, ja, wahrscheinlich schon. Also klar, es führt dazu, dass irgendwie immer homogeneres Einkaufsverhalten, ähnliche Trends, aber das ist ja eine Entwicklung, die sich sowieso global irgendwie vollzieht. Also auf einmal alle finden Tesla toll, ja, und alle gucken Netflix. Das sind halt Entwicklungen, die sich, glaube ich, unabhängig von Big Data auch vollziehen. Ich würde gerne nochmal den Punkt davor aufgreifen mit diesem Open Big Data. Ich glaube, dass die Schlauen, sage ich mal, also die Daten also sinnvoll für ihren Anwendungsfall verwenden, dass dann sowohl Vorteile als auch Nachteile existieren und sich das im Endeffekt irgendwie wieder aufheben wird. Wenn wir das Beispiel mit der Polizei zum Beispiel nehmen, es können Kriminalfälle aufgedeckt werden, weil die Polizei die Daten inne hat, wo häufig irgendwelche Kriminalfälle stattfinden, was das für Kriminalfälle sind und können dann eben die Täter vorher schon erahnen. So hätten jetzt die Täter auch diese Information, dann wüssten die natürlich ganz genau, okay, die Polizei würde wahrscheinlich da sein, weil sie uns dort halt erwartet. Also gehen wir da nicht hin. Ja. Also es ist, ich glaube, wenn diese Informationen allen zur Verfügung stehen, dass sich das dann in beide Seiten irgendwie auswirkt, aber ich glaube, im Endeffekt hält es sich doch in der Waage. Das ist so meine Prognose. Vielleicht ein bisschen optimistisch. Das ist auf jeden Fall sehr salomonisch, ja. Genau, du willst ein Wettrüsten. Okay, dann würde ich fast sagen, weitere Gespräche, Diskussionen können wir vorne im Foyer führen. Da gibt es auch einen kleinen Umtrunk und Getränke und ein kleines Catering. Und ja, ganz herzlichen Dank nochmal für die zwei guten Vorträge. Danke auch.